Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Lesung oder zum fünften Teil des Giftwarnes, wie ich das nenne, um das Wort Virus nicht zu gebrauchen, um dann nicht diese blöden Covid-Meldungen von der YouTube-Regierung drauf zu bekommen und um vielleicht ein wenig unter dem Radar zu fliegen, indem wir den Autoren des Buches Viruswahn, Dr. Med. Klaus Köhnlein, in einem Interview vorstellen und jetzt heute in den wohl letzten Teil gehen, weil wir haben noch ein paar Minuten, um dieses Interview zu besprechen. Wir, das bin ich selber, den ihr ja inzwischen deutlich genug kennt, und das ist Michael, den ihr genauso gut kennt, den ich aber trotzdem eben vorstellen möchte. Michael aus Deutschland, der mit mir über Skype verbunden ist. Herzlich willkommen, Michael. Schönen guten Abend und danke, dass du mich wieder begleitest heute Abend. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Zuschauer. Dann schauen wir mal, was so der Rest des Interviews hergibt. Dann gebe ich direkt mal weiter an die Regie. Ja, das wird interessant. Und da wir ja nur noch ein paar Minuten haben, habe ich mir gedacht, werden wir das so machen, dass wir danach entweder ein bisschen darüber reden, was wir so gehört haben. Michael und ich sind ja im Grunde nie um Worte verlegen, wie ihr ja wahrscheinlich aus den letzten Videos so alles von uns wisst. Und zur Not habe ich auch noch ein bisschen was angeschaut, was ich gelesen habe in dem Buch, was man gerne mal vorlesen kann. Eventuell könnte das dann auch zu der Sendung heute hier passen. Gut, Viruswahn, wir sind bei 43 Minuten. Ich habe noch mal ein kleines bisschen zurückgespult. Wir hätten bei 44 Minuten oder so, glaube ich, beginnen müssen. Wir hören auch mal bei 43 Minuten rein, hören auch noch mal die Frage oder Aussage der letzten Dame an, wo wir hier jetzt in den Rest des Interviews reingehen. Und wie hier gesagt, Michael wird mich oder wird uns unterbrechen, wenn er eine Frage oder eine Bemerkung hat. Dann sagen wir mal Interview ab. Dann hören wir gleich die nächste Frage. Ja, das ist eigentlich nur halbwegs eine Frage. Und zwar, wir haben selbst Vieh, wir hatten vor Jahren Schweine und Kühe, also BSE, Schweinepest und alles miterlebt und haben jetzt noch ein paar Hühner und ich gebe so im Bekanntenkreis die Eier ab und dann kommt auch immer wieder die Frage nach H5N1 und so weiter und Hühner und Gänse insperre und was weiß ich, was so alles dran hängt. Also ich finde, wir haben alle ein falsches Verhältnis zum Tod. Es hat es noch immer gegeben, dass die Viecher gestorben sind, wenn sie nicht geschlachtet wurden. Und die Menschen müssen auch sterben, aber mir verdränge das. Und ich meine, wenn die Zeit rum ist, muss man gehen. Es gibt auch Leute, die bringen es fertig, waren ihr Leben lang gesund und sterben auch. Auch ohne Vogelgrippe und was weiß ich. Müsste mir nicht unser Verhältnis zum Tod ändern, damit mir lockereres Verhältnis zu solcher angeblichen Seuche bekomme? Also ja, sie fragt, ob wir nicht unser Verhältnis zum Tod ändern müssen, um ein anderes Verhältnis zu diesen Seuchen zu bekommen. Oder einen anderen Verstand davon. Ich finde, wir sollten unser Verhältnis zum Leben ändern. Wir sollten erstmal verstehen, worum es in diesem Leben überhaupt geht. Das ist ja ein bisschen auch die Diskussion gewesen, die Michael und ich letzte Woche in dieser Sendung geführt haben, um eben darauf hinzuweisen, der Mensch ist nun mal ein sündiges Wesen, geboren in Sünde und Übertretung und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber wir haben ja, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, zum Glück einen Vertreter, der uns beim Gericht rauspaukt, sage ich mal, der nämlich mit seinem Blut für uns gestorben ist und sagt, du brauchst nicht das Blut von Jörg oder Michael oder jemandem anderes zu vergießen. Ich habe mein Blut dafür gegeben und in seinem Blut sind wir rechtschaffen gewaschen. Wir haben dann die Gerechtigkeit Jesu Christi an uns. Also wir sollten uns nicht so sehr mit dem Tod beschäftigen, das tut diese Welt schon mehr als genug, weil diese Welt ist dem Tod aufgeschrieben, diese Welt wird regiert von dem, zwischen Anführungszeichen, Gott des Todes, ja, von dem Götzen, zu dem ihn viele, diesen ehemaligen Cherubim, Luzifer, Gefallen, Satan, Teufel, machen. Und in dieser ganzen Welt wird nichts anderes als im Grunde auf eine bestimmte Art und Weise nur der Tod angebetet. Und wir sollten uns eine bessere Beziehung zum Leben wünschen und wir sollten den Gott der Lebenden, der in der Bibel sich selbst vorstellt und sagt, ich bin der, der ich bin, umarmen. Und wir sollten uns mehr mit ihm beschäftigen und dann das Leben kennenlernen und nicht den Tod studieren, sondern das Leben studieren. Mir fällt aber immer dieser eine interessante Satz ein, als Jesus seine Jünger versammelt hat. Da sagte einer von den Jüngern, ja Jesus, warte mal, ich komme gleich, ich will nur eben noch meinen Vater begraben. Und Jesus' Antwort war, lass die Toten begraben. Ich bin glücklich, dass ich durch die Gnade des Herrn nicht zu diesen Toten gehöre, sondern zu den Lebenden. Und ich möchte mich auch mit dem Leben befassen und nicht so sehr mit dem Tod.
Aber Michael, wie siehst du das denn? Ja, im Endeffekt sagte Jesus ja schon, dass die Toten ihre Toten begraben. Na, es gibt ja wohl Leute, die sind halt eben spirituell eben nicht anwesend sozusagen. Die lassen sich halt lenken und die leben also gar nicht bewusst, ja, sondern sie werden ja einfach gelebt. Sie sind ja gar nicht irgendwie im Besitz ihrer, wie soll man sagen, sie sind ja gar nicht frei in dem Sinne. Sie sind ja gesteuert. Sie sind ja letzten Endes ich habe da gar keine Worte zu. Geht auch nicht so schnell, dass man jetzt immer auf alles direkt eine Antwort kriegt. Ich will da eigentlich gar nichts zu sagen, weil so eine Frage müsste man eigentlich mal nachgucken in der Bibel. Und ich glaube nicht, dass diese Menschen, die da draußen alles glauben, ich glaube einfach nicht, dass diese Menschen in irgendeiner Art und Weise jetzt bewusst das Leben als solches wahrnehmen, sondern dass die einfach nur existieren. Ja, manche Mehr kann ich leben, dazu nicht sagen. ja, manche leben und manche werden gelebt, ne? Kann man so ungefähr sagen, ne? Gut, dann spielen wir mal weiter. Bin davon überzeugt, dass Seuchen wie früher die Pest, heute sogenannte HIV-Infektionen oder Vogelgrippe dazu da sind, die Menschheit zu dezimieren. Wenn man das evolutionstheoretisch betrachtet, ist es notwendig, dass es Seuchen gibt, um den Fortbestand der Menschheit zu garantieren. Ein alter Mediziner hat zu mir einmal gesagt, man wird irgendwann feststellen, dass die Erfindung des Antibiotikas schlimmere Folgen hat als die Erfindung der Atombombe. Und ich denke, dass das so sein wird, dass wir uns durch Medikamente und antivirale Präparate im Grunde genommen die Menschheit dezimieren und den Fortbestand nicht mehr gewährleisten können. Durchaus möglich, dass das so kommen wird. Zu der vorherigen Dame noch ein kurzer Satz. Es hat mal ein Mediziner den schönen Satz geprägt, dass das Leben eine sexuell übertragbare Erkrankung ist, die nach einer Inkubationszeit von 75 Jahren garantiert tödlich endet. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, das ist in diesem Fall der EMU Verlag in Lahnstein, das neue Buch zugeschickt von Dr. Klaus Köhnlein, Viruswahn. Preis übrigens 16,80 €. Heute sind das Barbara Lemke aus Obernburg, Magdalena Nomine aus Blieskastel und Reinhold Kempf aus Gersheim. Noch eine Frage bitte. Bei vielen Patienten heißt es heute bei Ärzten so gut wie in Krankenhäusern, wenn sie nicht mehr weiter wissen oder nichts finden, sie haben sich einen Virus eingefangen und dabei bleibt es dann. Wie sieht das der Doktor? Ja, genau, das ist die Ausrede, die man dann hat. Es könnte auch am Wetter liegen, sagt man dann. Aber es könnte auch ein Virus sein. Es ist, wie gesagt, es ist reine Spekulation. Hier hat gerade einer per E-Mail gefragt, was denn mit der spanischen Grippe ist. Millionen von Toten innerhalb kürzester Zeit, woher kamen die denn dann? Ja, die spanische Grippe wird ja immer gerne als Referenzgrippe herangezogen, wenn es um dieses Bedrohungsszenario der großen, noch nicht dagewesenen Grippe geht, durch die Vogelgrippe, die potenziell die ganze Weltbevölkerung bedroht. Die spanische Grippe traf damals auf ein immunologisch geschwächte Population nach dem Ersten Weltkrieg. Und dadurch kam es zu einem nennenswerten Ausbruch einer Grippe. Und dazu kam vermutlich auch, haben wir in unserem Buch jedenfalls recherchiert, ich war ja nun damals nicht dabei, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass die damaligen Versuche, die Grippe eingedämmt, sie auch eher negativ beeinflusst haben. Insofern, als diese Massenimpfprogramme, die damals durchgeführt wurden, angeblich zu einer Verstärkung des Problems geführt haben. Und man hat damals diese Impfstoffe ja aus dem Sud und aus Schleim von an Grippe Toten oder Verstorbenen genommen und hat damit die Leute skarifiziert. Das heißt, man hat ihnen dieses Material direkt in die Blutbahn eingebracht. Unter Umgehung des Immunsystems. Normalerweise werden Erreger ja schon im Magen-Darm-Trakt abgefangen und unschädlich gemacht. Wenn man das direkt in die Blutbahn bringt, induziert man sozusagen eine Sepsis. Und das in einem geschwächten Organismus kann natürlich auch tödliche Folgen haben. Ja, hier möchte ich auch noch mal kurz etwas zu sagen. Das ist im Kapitel 7, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. H5N1, Vogelgrippe und kein Pieps an Beweisen. Da geht es auch um die Grippe, die sogenannte spanische Grippe aus den Jahren zwischen 1918 und 1920, die so gesagt weltweit Minimum 20 Millionen Menschen getötet hat. Ich habe das Kapitel ausgelesen heute und ich finde es sehr, sehr interessant. Wir werden da vielleicht auch gleich nach diesem Interview noch darauf eingehen, ein paar kleine Stellen daraus vielleicht mal vorlesen. Der Punkt ist, und da möchte ich noch mal eben darauf hin, wir hatten ja die Frau gehört, die gerade in dem Interview da sagte, dass wir ein anderes Verhältnis zum Tod brauchten.
Danach hatten wir diesen Herrn, der dann anfing mit von ja, das gibt's schon seit Milliarden von Jahren und Epidemien hat es immer gegeben und das braucht man nach der Darwinschen Theorie zum Überleben der Stärkeren, um das jetzt mal in ganz kurzen, flachen Worten so zu sagen. Das ist natürlich typisch, dass solche Leute überhaupt keinen biblischen und gläubigen Hintergrund haben und dann mit solchen Argumenten kommen. Epidemien hat es schon immer gegeben, weil diejenigen, die überleben, die sind dann besseren Menschen. Dem schließe ich mich natürlich überhaupt nicht an. Wir wissen, dass das alles totaler Quatsch ist. Aber es ist schon wichtig, mal zu erfahren, wenn uns in der Evolutionstheorie erzählt wird, die Menschheit ist mehrere hunderttausend Jahre alt, wieso kommen denn dann solche Epidemien erst in den letzten Jahren auf? Ja? Und hier wird in dem Buch wunderbar nachgewiesen mit der unter anderem der spanischen Grippe, der sogenannten spanischen Grippe. Am Anfang wird auch erklärt, warum das so heißt. Woran das liegen kann, wenn es eben keine Viren sind, an denen es liegt. Es werden wirklich Alternativen aufgezeigt. Und es werden nicht nur Alternativen aufgezeigt, die man jetzt nicht aus dem Daumen saugt, sondern es werden Fakten und Punkte genannt, die man im Grunde mal berücksichtigen muss, die nur in der Welt, in der wir leben, nie berücksichtigt werden. Diese Fakten werden niemals genannt. Und warum nicht? Ja, weil die Leute eben alle, ich sage mal ganz plump, unter einer Decke stecken, die das Sagen haben. Und weil viele Leute durch die falsche Wissenschaft, die die Bibel ja im Englischen Science so-called nennt, was wir im Deutschen übersetzen würden als Pseudowissenschaft, weil die Leute durch diese Pseudowissenschaft betrogen sind. Und wenn man den ganzen, wenn man sein ganzes Leben nichts anderes macht, als zu einer betrogenen Schule zu gehen, zu einer betrogenen Universität zu gehen und dann zu Firmen zu gehen, die auch nichts weiter tun als betrügen, wenn man also nur im Betrug lebt, ja, dann ist es logisch, dass man von der Wahrheit keine Ahnung hat. Und es ist total daneben zu sagen, die Menschheit besteht hunderttausende von Jahren, das ist Evolutionstheorie, das wissen wir, von wem das kommt, das ist nicht wahr. Die Erde ist geschaffen vor wenigen tausend Jahren von unserem Vater im Himmel und Jesus Christus. Und der Punkt, den ich machen will, ist ganz einfach, eben weil diese Evolutionstheorie verkehrt ist und weil es das Überleben des Stärkeren so nicht gibt, ist eben auch diese ganze Virussache eine Sache, die man deutlich hinterfragen muss, die nämlich eben genau darauf aufbaut. Dr. Köhnlein ist ja auch kein Christ, das hatte ich ja auch vorher schon mal gesagt. Schade eigentlich, dass Leute wie er von der Bibel nicht so viel Ahnung haben und auch nicht gläubig sind, weil wenn sie das wären, dann hätten ihre Aussagen noch viel mehr Gewicht und würden noch viel kräftiger durchschlagen, zumindest in Gemeinschaften wie bibelgläubigen Christen, die sich dann noch mehr bestätigt fühlen würden. Aber das Schöne ist ja, wir haben Jesus Christus und wir brauchen keine Bestätigung von Menschen. Wir haben die Bestätigung von unserem Gott, dass alles richtig ist und in der Bibel steht schon alles drin, dass es alles Lüge ist. Deswegen sind diese Videos auch nicht sehr bibellastig, weil es hier wirklich um weltliche Probleme geht. Aber wollte ich gerade nochmal anholen. Gerade dieser letzte Zuschauer, oder Zuhörer besser gesagt, der da anruft und sagt von ja, Evolutionstheorie, hunderttausende von Jahren alt und nur der Starke überlebt. Das sind natürlich die Argumente, die in dieser Welt gebraucht werden. Und da kann man mit der Bibel den Leuten gar nicht kommen, weil das verstehen die überhaupt nicht. Die leben auf einem, ich sag mal, ganz anderen Planeten eigentlich. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Bemerkung zu hast, Michael, oder soll ich das Video weiterlaufen lassen? Ja, wieso auf einem anderen Planeten? Die leben auf einem Planeten. Ich wollte eigentlich noch zwischen Anführungszeichen sagen, weil wir leben ja nicht auf einem Planeten. Ja, aber wir müssen, glaube ich, auch mal zwei Punkte hier sagen, um das so ein bisschen da auszuführen. Einerseits spricht der Dr. Köhnlein über Sepsis. Sepsis ist eine Blutvergiftung, ne, damit wir da von denselben Sachen reden. Also das kann lebensbedrohlich werden. Und indem man halt da jetzt irgendwelche Erreger, irgendwelche Krankheiten sozusagen direkt in die Blutbahn spritzt, umgeht man ja auch die körpereigenen Abwehrmechanismen sozusagen, weil das ist ja direkt im Blut. Und in der Bibel steht ja auch, dass Leben ist im Blut. Ne? Also es ist dann direkt lebensbedrohlich. Ne? Man geht dann direkt an den Lebenssaft, wenn man so will. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, du hast gesagt, das gab es früher solche Zivilisationskrankheiten oder so nicht mit den Viren. Das ist jetzt nur halb so. Im Endeffekt gab es mal eine Pest. Und Pest kommt von Lateinisch Pestis und heißt Seuche oder Epidemie.
Und das ist interessant, das ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die insbesondere durch Bakterien hervorgerufen werden. Und interessant ist das, dass ursprünglich eben eine Pest eine Infektionskrankheit ist, die bzw. dessen Erreger erst 1894 entdeckt worden ist. Und der Erreger heißt Yersinia pestis. Und ursprünglich ist diese Erkrankung eine Zoonose, also eine von Tieren auf Menschen und umgekehrt übertragbare Krankheit. Und geht eben von Murmeltieren, Ratten, Eichhörnchen und so weiter und so weiter und so weiter dann auf den Mensch über. Interessant. Da haben wir nämlich genau dieselbe Wirkungsweise wie bei einem sogenannten Virus. Nur, dass es da eben im Mittelalter bzw. damals eben die Pest gewesen ist, die also ganz, ganz, ganz viele Menschen hingerafft hat. Und die ist auch nicht nur im Mittelalter bekannt gewesen, die gab es schon im griechischen Altertum, also während der Zeit von vor Christus. Ja, die gab es ja auch in bestimmter Art und Weise sogar in der Bibel. Da spricht man ja von der Lepra, ne? Also ob jetzt Lepra oder Pest. Interessant ist aber ein Punkt, den du gerade gemacht hast, den viele Leute vielleicht gar nicht so deutlich rausgehört haben. Diese Pest wird übertragen durch Bakterien. Bakterien sind aber keine Viren. Ja? Ja. Das ist ein ganz großer himmelweiter Unterschied. Und je mehr man in diesem Buch liest, deswegen wollen wir es jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, desto mehr wird man begreifen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Unterschied ist, ob wir von Viren sprechen oder ob wir von Bakterien sprechen. Und natürlich hast du recht, es gab früher auch schon, zwischen Anführungszeichen, Epidemien. Aber nicht solche Epidemien wie die letzten 200 Jahre. Wie die letzten 200 Jahre mit uns gemacht wird. Angefangen mit den Pocken, wo wir jetzt mal von ausgehen, wo ja auch damals, wenn man die Geschichte beschaut, und deswegen mache ich ja später noch diese Lesung über die ganzen Pockendinge, wo wir ja sehen können, dass das ja von den Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Da hatte ich auch in der letzten Sendung gesagt, da gab es ja dieses Labor, was in Wuhan ist, was erst in Amerika eingerichtet wurde, was dann rübergeschafft wurde nach China, aus welchem Grund auch immer, weil die Amerikaner sich dann nicht die Finger dran schmutzig machen wollten oder wie auch immer, was immer der Grund ist, wo man eben sich damit beschäftigt, um Krankheitserreger, sage ich jetzt mal, lassen wir jetzt mal außen stehen, ob das Viren sind oder ob das Bakterien sind oder was auch immer, um Krankheitserreger übertragbar auf den Menschen zu machen und beim Menschen diese Krankheiten ausbrechen zu lassen. Nur, was ich bis jetzt bereits von dem Buch Viruswahn gelesen habe, muss man ganz deutlich feststellen, sind sehr, sehr viele sogenannte Epidemien und Krankheiten, auch diejenigen, die auf der ersten Seite in diesem Buch hier abgedruckt sind, also Schweinegrippe, Vogelgrippe, Masern, SARS, BSE, AIDS, Polio, spanische Grippe, zurückzuführen auf ganz andere Dinge und nicht auf irgendwelche, ich sag mal, in der Luft übertragbare Krankheitserreger. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass es solche Dinge wie Lepra und solche Dinge wie die Pest und sowas gibt, ja. Aber wir wissen ja auch, dass die Pest, und da wollen wir doch mal eben dabei stehen bleiben für eine Minute, vor allen Dingen eine Krankheit aus dem sogenannten Mittelalter ist und davor, die eben auch deswegen ausgebrochen ist, weil damals ganz andere und zwar schlimmere sanitäre Umstände geherrscht haben. Es gab keine Kanalisation. Wenn Menschen in ihren eigenen Exkrementen leben und da auch diese ganzen Ungetiere bei sind, wollte ich jetzt gerade sagen, wie nennt man das? Ungeziefer, ja. Ja, Ungeziefer, also Ungedierte nennt man das in Flämisch, deswegen kam ich jetzt nicht auf das Wort. Also solche Viecher wie Ratten und solche Sachen, wenn die zusammen mit den Menschen leben, dass dann die Dinge da übertragbar sind, das ist, denke ich, muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Gibt es ja auch noch ganz andere Gründe, warum das so ist, was ja letzten Endes dann auch wieder ein Synonym ist für Kriegssituationen. Wenn da beispielsweise Unterernährung so eine Sache eine Rolle spielt, dann ist natürlich auch das körpereigene Immunsystem extrem zurückgefahren. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die berücksichtigt ja kaum einer, dass es da halt damals tatsächlich Hungersnöte gab, Kriege gab. Ja, solche Situationen gab, die heutzutage eigentlich retrospektiv für die Menschen überhaupt nicht mehr vorstellbar sind, wo in jeder Ecke ein Supermarkt und Aldi ist. Ja, genau. Und aufgrund dessen haben die Leute natürlich dann damals teilweise ein ganz schwaches Immunsystem gehabt. Überleg mal, wie viele Kinder beispielsweise ganz früh gestorben sind oder die Geburt nicht überlebt haben. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied zu heute. Und heutzutage gibt es halt einfach da so, da gibt es halt intravenöse Geschichten und Geburtshelferinnen und tausend Helferchen und so weiter. Und im Mittelalter
Ja, wenn du da halt einfach gerade auf Reisen gewesen bist oder so, oder gab es mal eine Flut oder sowas, so wie heute jetzt letztens in der Eifel gewesen ist. Solche Geschichten gab es im Mittelalter auch, aber mit verheerenden Auswirkungen. Und Flut beispielsweise trägt auch ganz stark dazu bei zur Verschlammung und letzten Endes dann auch zu extrem unhygienischen Lebensbedingungen. Ne? Solche ganzen Dinge, die macht man sich gar nicht begreiflich, wie die Menschen im Mittelalter leben mussten. Und deswegen haben sich natürlich da auch gewisse Krankheiten dann wie ein Lauffeuer in Anführungsstrichen dann auch verbreitet. Das hat aber nichts mit den Gründen zu tun, die wir jetzt heute haben. Heute haben wir ganz andere Gründe. Heutzutage haben wir den Umkehreffekt. Heute haben wir den Fall, dass Zehntausende von Menschen aufgrund von Überhygiene in Krankenhäusern sterben. Ja, das gibt es ja dann auch, dass es da so resistente Keime gibt, ne, die gegen alles resistent sind, weil im Krankenhaus dann halt diese Überhygiene da herrscht. Da gibt es ja auch interessante Zahlen zu, aber das jetzt nur am Rande. Ja, also wie gesagt, dass es große Epidemien gab, das gab es schon immer schon, aber halt unter anderen Vorzeichen. Ja, und die wurden dann auch anders benannt und die hatten sicherlich auch ganz andere Gründe. Demzufolge kann man sicherlich jetzt nicht die Situation in 1917, 1918 mit der Situation in 2020 vergleichen, wo in jeder Ecke ein Lidl und ein Aldi und ein Metro und Massa und wie sie ganzen anderen Dinge heißen, dann alle stehen und man überall quasi Lebensmittel wegwirft. Diese Situation hatten wir im Mittelalter nicht und die hatten wir auch garantiert 1917, 1918 nicht. Wenn ich überlege, wie die Landbevölkerung in Deutschland gehungert hat, dass also nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg wohlgemerkt, dann auch die Franzosen, wenn ich richtig im Kopf habe, das Ruhrgebiet besetzt haben. Und haben dann da quasi als Kriegsreparation, haben die dann also da Sachen weggepackt und weggeschafft und letzten Endes sich dann auch mit Essen bedient, sodass die Landbevölkerung bzw. die Stadtbevölkerung hier aufs Land gekommen ist, geflohen ist und die Bauern hier massakriert haben, um nicht zu verhungern. Ja, die Situation kann man sich ja 100 Jahre später überhaupt nicht vorstellen. Das war ziemlich genau vor 100 Jahren. Und wenn jemand natürlich jetzt seit Tagen nichts gegessen hat und kein sauberes Wasser hat und wenn man dann irgendeine blöde, in Anführungsstrichen, Grippeerkältung hat oder Ratten zu Hause rumlaufen hat, dann ist die ganze Geschichte halt einfach sehr plausibel. Aber auf die Situation ist ja heutzutage, 100 Jahre später, in dem absoluten Superluxus mit Smartphone und 6 Autos und Supermarkt an jeder Ecke ja niemand mehr irgendwie zu erinnern. Das ist für Leute ja gar nicht mehr vorstellbar. Das ist ja quasi wie Fantasie. Das ist ja überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Interessanterweise wird genau gerade auf diese sogenannte spanische Grippe, die weder eine Grippe war, noch in Spanien geherrscht hat, da eingegangen. Das ist ja gerade die interessante Geschichte. Also es ist da eine totale Etikettenschwindel, wie gesagt, auch unter ganz anderen Vorzeichen. Die kann man heutzutage mit der Situation hier überhaupt nicht vergleichen. Ja, so viel mal dazu. Ja, da hast du leider sehr, sehr recht mit den Dingen, die du sagst. Gut, ich schlage vor, ich habe hier gerade einen Text rausgesucht, den ich gleich gerne mal vorlesen möchte, aus dem Buch von dem Viruswahn. Aber das machen wir, wenn das Interview vorbei ist. Wir hören uns eben noch mal, probieren zumindest eben die letzten 4 Minuten abzuspielen hier. Hören wir rein. Was hält der Autor von Impfungen und welche kann er empfehlen? Ja, wie gesagt, seit dieser Beschäftigung mit dieser Problematik bin ich immer weniger geneigt zu sagen, dass Impfungen sinnvoll sind. Ich habe, wie gesagt, persönliche Konsequenzen darin gezogen, dass ich meine Kinder, und ich habe 4 davon, nicht geimpft habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie sich alle bester Gesundheit erfreuen und wenig infektanfällig sind. Die meisten Kinder sind ja sehr infektanfällig, die geimpften Kinder. Sodass ich fast die Vermutung habe, dass das infektanfällige Kind mittlerweile durch diese ganze Impferei produziert wird und dass wir eigentlich gar keine großen Probleme hätten mit Infektionskrankheiten im Kindesalter, wenn wir diese gesamte Impferei ließen. Nur dagegen steht natürlich ein ungeheurer Umsatz, der der pharmazeutischen Industrie dann verloren ginge. Aber bei der heutigen Diskussion im Gesundheitswesen könnte man ja durchaus mal darüber nachdenken, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche weniger sinnvoll sind. Ein wichtiges Argument in Ihrem Buch ist, dass Sie sagen, diese ganzen Seuchen, die hier durch die Medien getrieben wurden, haben dann im Nachhinein betrachtet kaum irgendwelchen Schaden angerichtet. Da wurde vorhergesagt, dass Millionen von Toten geben wird und es gab dann also vielleicht mal ein paar hundert Tote höchstens. Das kann man natürlich jetzt sagen, dass das kein Argument ist, weil es wurde eine so gute Vorbeugung betrieben und durch diese Aufklärungskampagnen und so weiter wurde die Bevölkerung so gut gewarnt und hat dann so gut etwas dagegen unternommen, dass eben deshalb die bedrohlichen Epidemien nicht zu Epidemien wurden. Ja, genau. Das ist letztlich die Taktik des Robert-Koch-Institutes heute. Es ist ja letztlich eine Institution, die aus unserer Sicht überflüssig ist.
Aber immer dann agiert natürlich eine Behörde, wenn sie das merkt auch. Und deswegen auch, glaube ich, jetzt mit die Panikschürerei vor der Vogelgrippe. Es ist doch heute so, wenn Sie aus einem fernen Land mit Fieber zurückkommen, dann werden Sie, wenn Sie Pech haben, von Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts am Flughafen abgefangen mit Raumanzügen, die Sie sofort isolieren und in irgendeine Infektionsambulanz führen. Und hinterher klopft man sich dann auf die Schultern und sagt, wir haben die Epidemie, die nie da war, erfolgreich eingedämmt. Was haben Sie denn eigentlich bisher für Reaktionen auf Ihr Buch bekommen? Ich könnte mir auch vorstellen, dass nach dieser Sendung noch einige sehr böse Briefe eingehen, die sagen, dass Sie nur Unsinn geredet haben und dass Sie vor allen Dingen in unverantwortlicher Weise jetzt zum Beispiel vor dem Impfen waren und damit schuld dran sind, wenn Leuten etwas passiert. Ja, ich kann ja nur Empfehlungen aussprechen, genauso wie es das Robert-Koch-Institut auch tut. Mhm. Und letztlich muss jeder Mensch für sich die Entscheidung treffen, mit welcher Maßnahme er für sich besser lebt und besser zurechtkommt. Das erkläre ich meinen Patienten auch so. Wenn ich ihnen eine Therapie empfehle, auch gerade bei den HIV-Patienten, kann ich ja nicht ausschließen, dass sie ihr Leben lang oder kann ich ja nicht sicher sagen, dass sie ihr Leben lang gesund bleiben werden, wenn sie die Therapie nicht nehmen. Ich sage ihnen halt, dass es gibt zwei Auffassungen. Die eine ist die orthodoxe. Unsere Auffassung ist die einer Minderheit. Sie sollen sich die Quellen auch mit angucken, sollen sich das gut für sich genau überlegen, welcher Beratung sie folgen wollen. Und letztlich ist das dann die Entscheidung des Einzelnen, wie er mit dieser Sache umgeht. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio Dr. Klaus Köhnlein zu dem übrigens mit Thorsten Engelbrecht zusammengeschriebenen Buch Viruswahn, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, wie die Medizinindustrie ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden Profite macht. Erschienen im EMU Verlag in Lahnstein, Preis 16,80 €. Am kommenden Sonntag muss diese Sendung leider wegen einer besonders langen Messe zum Katholikentag entfallen. Tut mir leid, ist so eine Art höhere Gewalt und die Messe. Das ist ein sehr schönes Ende, ne? Hört mal genau hin. Weshalb die nächste Sendung ausfällt. Jetzt kommt's, pass auf. Die Messe wird bestimmt auch ganz besonders gut. Im Juni machen wir dann mit... Die Messe wird auch sicher ganz besonders gut zum Katholikentag. Vor allem höhere Gewalt. Ja, höhere Gewalt, ne? Okay. Mhm. Ich hatte ja vorhin in das Live-Video den Text eingeblendet von Epheser 6, Vers 12. Gut, soweit also jetzt das Interview mit dem Dr. Klaus Köhnlein. Zum Ende ging es noch mal kurz eben darauf ein, wie wichtig das finanziell doch ist, was für ein Milliardengeschäft das ist. Und ich möchte da mal kurz einen Absatz vorlesen, der kommt aus dem 7. Kapitel, und zwar aus dem Brief oder das Schreiben, das hier der Robert F. Kennedy Jr. Beisteuert. Das ist auf Seite 271, Michael. Du hast ja jetzt auch die Kopie der 10. Auflage vor dir. Und da wollte ich jetzt mal kurz aus dem letzten Absatz auf Seite 271 und dann eben rüberblättern auf die nächste Seite, den Absatz vorlesen. Der Robert Kennedy, und das ist ein sehr interessanter Teil, den werde ich wahrscheinlich auch in einem eigenen Video mal komplett vorlesen, schreibt hier, 1986 erließ der Kongress, wir sprechen also jetzt natürlich hier von den Vereinigten Staaten von Amerika, und was wir auch eben wissen sollten, ist, dass die Pharmaindustrie die Nummer 1 sowohl bei den politischen Spenden als auch bei den Ausgaben der Lobbyarbeit in den vergangenen 20 Jahren in Amerika ist. Das muss man wissen, ja. 1986 erließ der Kongress, überschwemmt von Pharmageldern, ein Gesetz, das Impfstoffherstellern pauschale Immunität, also Befreiung, verleiht, wenn es um die Haftung für durch Impfstoffe verursachte Schäden geht. Wenn Impfstoffe so sicher wären, wie meine Familienmitglieder behaupten, müssten wir dann Pharmaunternehmen eine solche Immunität gewähren? Der Goldrausch, der sich für die Pharmaunternehmen im Anschluss an dieses Gesetz bahnbrach, steigerte die Anzahl der empfohlenen Impfungen von 12 mit 5 Impfstoffen im Jahre 1986 auf heute 54 Impfungen mit 13 Impfstoffen. Aus einem milliardenschweren Nebenerwerb wurde ein 50 Milliarden Dollar Riese der Impfstoffindustrie. Und das sind selbst noch sehr niedrige Zahlen und ich glaube auch nur Zahlen auch für den amerikanischen Markt. Hast du dazu und auch zum Abschluss des Interviews mal einen Kommentar, Michael? Ja, es ist einfach Return on Investment, wenn du halt siehst, wie viele zumindest jetzt
was man uns erzählt, wie viele Fabriken jetzt in Asien hochgezogen worden sind, die halt solche sogenannten Impfstoffe herstellen und wie viele Leute jetzt da in diesem Sektor arbeiten, dann ist es halt ein Riesengeschäft, eine Maschinerie, die also gar nicht mehr zu stoppen ist, weil gewisse Vorinvestitionen ja auch getätigt werden müssen. Und es gibt ja so einen der reichsten Männer der Welt, die ja jetzt schon vor Jahren Milliarden in dieses Programm gesteckt hat. Und der da halt ziemlich gut dran verdient, der ja auch hier in dem Buch benannt worden ist, den auch jeder kennt. Also es geht nach außen hin für die normalen Menschen, die nicht im Christlichen unterwegs sind, denen kann man das wahrscheinlich dann nur erstmal mit der Geldmaschine erklären, warum so viele jetzt auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich die Leute in der ganzen Pharmaindustrie da jetzt quasi gegenseitig überbieten und sich natürlich auch gegenseitig den Ball zuschieben. Das ist ja ganz klar. Das haben wir ja auch in der Politik schon gesehen, dass es da also gewisse Dinge gibt, wo man da halt ganz schnell ganz viel Geld verdienen kann. Da kann sich ja jeder selber auf die Suche machen, was ich gerade meine. Und demzufolge ist es eine Geschichte, die nach außen hin natürlich dem Mammon dient. Wie halt letzten Endes dann die Menschen dafür belohnt werden, dass sie genau dieser Agenda folgen und jetzt sagen, wir wissen das besser als die Natur und wir haben hier ein Präparat und wir sind jetzt hier die Wunderheiler oder die Retter der Menschheit sozusagen. Die können also dann quasi, wenn man so will, sich auf den Standpunkt stellen, dass ja dadurch, dass der Verlauf dann milder wird und dass man halt diese Geschichten dann halt braucht, dass sie halt einfach das Leben schöner machen, lebenswerter machen oder halt sogar eventuell auch verlängern können. Deswegen sind das halt so die modernen Wissenschaftler. Ne? Die schaffen halt einfach Wissen. Ob das richtig ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Wissen schaffen heißt nicht Wahrheit. Ne? Wir haben schon viele Orts Beispiele gehabt, wo man halt geglaubt hat, etwas zu wissen und dann im Nachhinein feststellen musste, oh, wir sind jetzt wirklich auf dem falschen Dampfer. Ich denke, gerade in Deutschland hat man da in den 60er Jahren ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Und dieses plakative Beispiel wird uns bald in einer anderen Serie über die Füße laufen. Und das ist ja nicht nur das, das ist ja nicht nur hier, das ist ja auch so unglaublich oft, dass man ein Medikament in Anführungsstrichen beispielsweise verschrieben bekommt, das aber wieder Nebenwirkungen hat. Also das ist nicht so, als wenn man jetzt hier so die eierlegende Wollmilchsau hätte, sondern alles hat irgendwo einen Nachteil. Und der fatale Geschichte, und fatal heißt ja fatal, heißt ja tödlich, die fatale Geschichte an diesen sogenannten Impfstoffen ist halt letzten Endes, dass die Menschen davor vorher schon unterschreiben, dass egal was schief läuft, sie diejenigen sind, die das ausbaden müssen. Von daher weiß ich nicht, wenn jemand dir ein Auto verkauft, was nicht erprobt ist und sagt, pass mal auf, hier sind die Schlüssel, aber ich weiß nicht, ob die Reifen das aushalten und ich weiß nicht, ob das Auto gerade ausfährt, ich weiß nicht, ob die Bremse überhaupt funktionieren, aber dafür kriegst du es umsonst. Ist vielleicht ein blödes Beispiel jetzt und trifft natürlich jetzt auch den Pudelskern nicht unbedingt, weil jetzt natürlich auch viel, viel Druck da jetzt ausgeübt wird im Augenblick. Aber es gibt halt Menschen, die fragen nicht, weil es halt einfach angeordnet wird. Die sind halt einfach, die haben halt einfach auch nur Befehle befolgt auf beiden Seiten. Ja. Sowohl die Mediziner, die halt da jetzt in diesem Maschinerie drinne sind, weil sie ansonsten eventuell dann ihre Zulassung verlieren, als auch dann die Patienten, die dann sagen, nee, wir wollen doch wieder mit der Familie in Urlaub fahren oder solche ganzen Geschichten. Also beide sind da in einem Boot, weil irgendeiner von oben heraus eben eine höhere Gewalt ist, der die Gesetze macht. Und die Gesetze werden ja nicht durch die Politiker gemacht. Ne? Die Politiker verabschieden die ja. Die werden nicht durch die Politiker gemacht, sondern die beschließen nur Gesetze. Und Gesetze kann man ganz schnell erlassen. Wir sind ja nach wie vor in einer Notsituation. Ja, so viel dazu. Also das ist eine Geschichte, die letzten Endes eine ganze Menge Leute, denke ich mir, noch sehr nachdenklich machen wird in gegebener Zeit. Ich sage jetzt nicht dieses Jahr oder diesen Winter oder so, man kann das nicht wissen. Aber wenn man halt sieht, dass jetzt es anscheinend ja nicht auf eine einmalige Gabe drauf hinausläuft, sondern über einen ständigen Konsum, den ich absichtlich auch so benenne, dann muss man halt dauernd jemanden haben, der einem die in den Schuss setzt. Ja, du hast gerade ein Beispiel gebracht von einem Auto mit den Reifen und so. Hier in diesem Video Global Vaccine Safety Summit bei Highwire, das ich auf meinem englischen BitChute-Kanal letzte Woche hochgeladen habe, vergleicht der Sprecher von Highwire, der sagt damit, die ganzen Leute da mit der Impfindustrie, die sind im Grunde ein Flugzeug am Fliegen, das sie während des Fliegens noch am Bauen sind und das deswegen natürlich reichlich abstürzt. Also sollte man sich anhören. Was er dazu sagen hat, ist schon sehr, sehr interessant. Ich habe das Video gestern Abend gesehen. Ja. Und ist halt letzten Endes so, das Video besteht ja nicht nur aus den Kommentaren eines Moderators, sondern zum großen Teil aus authentischen Berichten von Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation. Und das ist das eigentlich Erschreckende daran. Ja, das ist ein Treffen, das 2019, glaube ich, abgehalten wurde. Ja, Dezember 2019, glaube ich. Ja, 2019 wurde das abgehalten. Ich mache mal eben das Video hier auf.
Und da sind dann halt solche Aussagen drin von wirklich führenden Wissenschaftlern. Ganz zum Ende hin, ich glaube bei 1 Stunde 15, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist da die Chef, der Ja, ja, medische ja, Chef damit bei, die Kinderärztin ist, eine Inderin, die einen 4 Minuten langen Reklamespot macht über wie wunderbar und sicher doch Impfungen sind und dann genau 4 Tage später, glaube ich, war das sogar nur, auf diesem Meeting, auf diesem Treffen genau das Gegenteil sagt, aber sie wusste nicht, dass da Kameras laufen und war sich dessen nicht bewusst. Ne? Ja, das Problem letzten Endes ist, dass es da eben keine Aufsicht gibt und dass jeder halt einfach da nur zu der höchsten Organisation guckt. Im Endeffekt gibt es ja keine Kontrollmechanismen. Auch die ganzen Studien, die da halt laufen, die kommen dann von den Pharmaunternehmen selber. Ne? Also da kannst du dir vorstellen, bei dem Beispiel Auto zu bleiben, BMW macht eine Studie über ihren eigenen BMW. Ja, und machen dann einen Testbericht drüber. Wie wird der ausfallen? Ja, wahrscheinlich nicht so, Alles. dass man das Auto nicht kauft, ne? Ja, also von daher, das gibt so viele Sachen auch mit der eben nicht vorhandenen Doppelblindstudien und so weiter. Also egal, wo man da hinguckt, es ist letzten Endes ein weltweit umspannendes Netzwerk des absoluten Geldverdienens. Ich glaube, dass es in den ganzen Jahren jetzt selbst in der Computertechnik nirgendwo so eine Branche gibt, wo jetzt so viel Geld verdient wird und umgesetzt wird, wie mit eben der sogenannten Medizinbranche oder Pharmaziebranche. Ja, wenn man sich wirklich überlegt, wie viele Menschen von Dingen abhängig sind, also wirklich abhängig, wie ein Junkie, ja, abhängig sind und sagen, ich kann ohne diese Tabletten nicht mehr schlafen, ich kann ohne diese Tabletten kann ich nicht mehr leben, ich kann ohne diese Tabletten halte ich meine Kopfschmerzen nicht aus, ohne dieses kann ich nicht, ohne jenes kann ich nicht, sodass also eigentlich da draußen schon eine ganze Menge lebende Labore rumlaufen. Ja, dass also die Menschen überhaupt so alt werden, ist ja teilweise dann echt schon ein Wunder. Und das finde ich halt einfach so erschreckend, dass also jeder irgendwie gegen irgendein Symptom eine Pille haben möchte oder jetzt in dem Fall eine Spritze und das eben nicht auf die Ursache eingegangen wird. Es wird also nicht hinterfragt, woher kommt die Geschichte und könnte diese Geschichte nochmal passieren und was hätte man machen können, um diese Geschichte zu verhindern und so weiter und so fort. Nee, es geht nur um die Lösung. Es geht überhaupt nicht um das Problem oder die Ursache. Es geht nur um die von vornherein schon immer klar gewesene einzige Lösung, die eben die Spritze ist. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt keine anderen Medikamente, zumindest bis jetzt. Gerade scheint da jetzt etwas zu kommen. Und alles andere geht nicht, sonst hätte man ja keine bedingte Zulassung dann erreicht. Es ging also von vornherein nur darum, den Menschen diese Zwangslösung zu präsentieren. Es ging nie um das Problem selber. Ja, Zumindest mein richtig. Eindruck, den ich habe, ist diese hegelische Dialektik. Es ging nie darum. Ja, ging überhaupt nicht darum, Menschen in irgendeiner Art und Weise aufzufangen, die Angst zu nehmen. Ja, im Gegenteil. Also es geht alles darum, die Menschen in eine totale Panik und Kontrolle zu jagen, damit alle nachher sagen, gib mir die erlösende Spritze. Darum ging es die ganze Zeit. Dass ich glaube, da kann man, wenn man Fernsehen anschaltet oder die Nachrichten liest oder wie auch immer, wo man bombardiert wird von diesen ganzen Sachen, da kann man von keiner anderen Geschichte ausgehen, denn es gibt ja nur Panik. Es gibt ja nichts, wo man sagen könnte, so, jetzt saß man mal die Kuh im Dorf und heute, keine Ahnung, fahren wir mal zusammen oder heute haben wir jetzt mal eine alternative Sichtweise. Es geht ja gibt immer nur dieselben Gesichter auch im Fernsehen. Es gibt ja nicht als irgendwie mal was Ausgewogenes oder so, sondern es gibt immer nur die eine Fraktion, die dann mantraartig alles reinbetet, damit, das sind da die normalen, modernen Hohepriester. Die haben ja auch schon so meistens diesen weißen Kittel an und sind ja dann nicht nur in Deutschland so die Halbgötter in Weiß. Und die sagen dir dann, wo deine Erlösung zu finden ist, weil die verwalten ja dein Leben. Die sind ja dann letzten Endes diejenigen, die dann sagen, das musst du machen, ansonsten wirst du krank und ansonsten geht dann sogar noch ein Politiker hin, obwohl der total bildungsfremd ist und unter Umständen überhaupt keine medizinische Vorbildung hat. Der geht dann hin und sagt, also jetzt und so weiter, wenn Sie diese Geschichte nicht machen, dann werden wir so und so viele Tote haben. Das ist alles nur Angstmacherei, alles nur Panikschürerei. Selbe Motto wie in vielen anderen Hinsichten auch. Es geht überhaupt nicht darum, Menschen aufzufangen oder Menschen zu stützen. Das ist also Menschen jetzt aufgrund dieser ganzen Paniksituation jetzt vielleicht einsam versterben oder Selbstmordgedanken haben oder sogar auch Selbstmord tatsächlich begehen. Da redet kein Mensch drüber. Redet ja auch kein Mensch darüber, dass also hier ein theoretischer Leprakranker jetzt irgendwo durch die Gegend laufen kann oder sonstige infizierte Menschen, die dann halt letzten Endes dann wieder irgendetwas weitergeben. Das gibt ja nur noch dieses eine Thema und deswegen gibt es auch nur diese eine Lösung. Und das ist so offensichtlich, dass es eine psychologische Komponente hat. Ich glaube, das war noch nie auf dieser Welt so offensichtlich. Ich denke, dass selbst im Zweiten Weltkrieg, da war das nicht so offensichtlich wie jetzt, weil man halt einfach so diese permanente Massenberieselung per Internet und Multimedia hat. Dass jeder nur noch völlig hirnlos mit seinem Smartphone durch die Gegend läuft und dann vor dem nächsten Laternenpfahl endet,
weil er letzten Endes sein ganzes Leben lang nur noch auf dieses Ding guckt. Großer Bruder. Ja, war lang genug jetzt. Ja, guter Punkt von dir, Michael. Ich wollte auch nochmal auf ein paar Punkte ein. Du hast gesagt, ja, die Ärzte, die ja die weißen Kittel haben und Halbgötter in Weiß sind. Geschichtlich habe ich gelernt, dass dass Ärzte sogar früher in Schwarz rumgelaufen sind und anscheinend sogar mit schwarzen Perücken, was sie ja den Priestern gleichstellt, der hauptsächlich der Kirche Satans, wie wir ja so gut wissen. Das nur mal eben kurz am Rande, aber das wollte ich jetzt gar nicht besprechen. Ich wollte noch mal kurz auf einen kleinen ein kleines Thema raufgehen, wo der Kennedy drauf eingeht, auf Seite 275 in dem Buch. Dazu müssen wir nur eben wissen, wofür steht HHS. Das steht für US Department of Health and Human Services, also die amerikanische Gesundheitsbehörde. Ja, das die US Department of für Gesundheit und Human Services. Na gut, das muss ich jetzt nicht übersetzen, das versteht wohl jeder. Ne? Auf Seite 275 im letzten Absatz geht es um das Thema, was er hier anspricht, nachdem wir vorher bereits über Autismus und Impfungen gelernt haben. Wie gesagt, das Buch bringt so viele Dinge interessant raus. Dieses kleine Thema hier heißt, wir bringen Kinder um. Das HHS, also das US Department of Health and Human Services, hat auch ignoriert, dass es gesetzlich verpflichtet ist, Untersuchungen zu Impfschäden und zur Verbesserung der Impfstoffsicherheit durchzuführen. 1986, und wir hatten ja gerade vorher gelesen, was 1986 war, wo sie die Impfung hochgezogen haben, ja, wo das diese 50 Milliarden Umsatzkomplex wurde. 1986 hat der Kongress in der Erkenntnis, dass die Pharmafirmen keinen Anreiz mehr hatten, Impfstoffe sicher zu machen. Ja, warum? Wenn ich einen Freibrief habe, dass ich nicht belangt werden kann für Impfschäden, dann muss ich mich auch nicht darum kümmern, dass die sicher sind. Ja? Das ist genau der Punkt, den er hier macht. Also, da hatte der Kongress das Gesundheitsministerium angewiesen, Impfschäden zu untersuchen, an der Verbesserung der Impfstoffsicherheit zu arbeiten und dem Kongress alle zwei Jahre über seine Fortschritte zu berichten. 2018 hatte ich, also der Robert Kennedy Jr., eine Klage eingereicht, die das HHS dazu zwang, zuzugeben, dass es in 36 Jahren nie eine dieser kritischen Studien durchgeführt hat. Und das ist etwas, da kommen wir in vielen Stellen in diesem Buch, treffen wir das bei dem Thema zur spanischen Grippe, bei dem Brief hier von dem Robert Kennedy kommt das verschiedene Male vor, dass die Kontrollorgane gar nicht richtig da sind. Und das hat mich dazu verleitet, mal einen kleinen Text zusammenzufassen, wie wir gerade eben im Live-Chat bei der vierten Sendung ihn hatten. Da ist nämlich ein Kommentar gewesen und ich habe das mal so zusammengefasst. Die Menschheit ist der Freier, der zu den Ärzten, die Huren sind, geht, deren Zuhälter die Pharmaindustrie ist, in Hotelzimmern, die der Staat vermietet und die römisch-katholische Kirche baut. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dieses Thema. Und ich könnte jetzt noch stundenlang aus diesem Buch vorlesen, deswegen werde ich doch eigene Sendungen drüber machen, werde das aber heute nicht mehr tun, da noch viel vorzulesen. Ich habe hier noch einen Absatz auf Seite 267, den ich sehr interessant fand, aus dem Kapitel 7, Vogelgrippe und kein Pieps an Beweisen. Und da steht auf dem zweiten Absatz auf Seite 267, dass es dazu kommen konnte, liegt, wie beschrieben, vor allem an Louis Pasteur und Robert Koch und ihren Erben, die der Welt ein monokausales Bild von Krankheit, zwischen Anführungszeichen, eingeimpft haben, das so faszinierend bequem ist, weil es die Schuld gänzlich von uns selber auf Mikroben abwälzt und suggeriert, man müsse der Pharmaforschung nur genügend Geld zustecken und schwupps liefert sie den bestmöglichen Schutz gegen alle möglichen Krankheiten, darunter auch die Grippe oder Corona in 2021. Doch so realitätsfern dieses Weltbild ist, so wenig gibt es die Zauberpille oder Impfung, die nebenwirkungsfrei von Grippesymptomen befreit. Und Nebenwirkungen sind ja nichts anderes als unerwünschte direkte Effekte der genommenen Mittel. Arzneimittel in diesem Fall meistens. Ja,
Also ich bin mit dem Radiointerview, das wir jetzt gehört haben, und den Buchauszügen, die ich hier so vorbereitet habe, mit meinem Latein am Ende für heute. Und Michael, ich bedanke mich recht herzlich für deinen wundervollen Beiträge und möchte fragen, ob du noch einen abschließenden Kommentar für unser Video heute hast. Ich möchte halt einfach den Menschen empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Denn da steht so viele Sachen drin und dieses Buch wird anscheinend permanent aktualisiert. Ich habe ja jetzt hier auch die 10. Auflage liegen. Von daher kann ich also jedem nur raten, bevor dann noch irgendwelche staatlichen Sanktionen in der Richtung kommen, dass man sich dieses Buch benutzt, beziehungsweise auch dieses Buch erstmal besorgt. Ja, Entschuldigung, da muss ich dich mal unterbrechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du machst. In den letzten Wochen, war es letzte Woche, dass es passiert war, dass sie gesagt haben, in YouTube werden jetzt alle Videos und sowas und Kanäle gestrichen, die gegen das Impfen sind. Also diese Inquisition, diese Impfquisition oder besser gesagt überhaupt die Inquisition, wieder die Kontrolle, die Zensur, schlägt im Augenblick in einem Maße zu, wie wir es uns vor wenigen Jahren noch gar nicht haben vorstellen können. Wenn Michael euch den Tipp gibt, sich das Buch so schnell wie möglich zu besorgen, und zwar nicht als elektronisches Buch, sondern als gedruckte Version, die ihr auch lesen könnt, wenn ihr keinen Strom habt, kann ich dem nur zustimmen. Und ich möchte es dann nochmal eben ganz deutlich sagen, bevor Menschen jetzt denken, hier, die verdienen sich dann die goldene Nase an. Weder Michael noch ich verdienen irgendeinen Cent an irgendeinem Buch, das ihr kauft. Ja? Wir machen das hier komplett, wie sagt man das, ertragsfrei. Ja? Wir kriegen da nichts für, wir wollen da auch nichts für. Aber wir können nur auf die Dinge weisen, wie wir auf die Bibel weisen können, um zu sagen, von hier, das ist das Buch der Wahrheit, hier offenbart sich Gott euch auch genauso, wie er sich uns offenbart und gibt uns eine Anweisung durch das Leben, könnt ihr mit dem Buch Dinge lernen, dass ihr dann, wenn ihr euren Fernseher einschaltet, den die meisten ja nun mal ungezweifelt immer noch haben werden, dass ihr dann die Dinge mit anderen Augen seht und mit anderen Ohren hören könnt. Also wenn Michael hier Werbung für das Buch macht, wie ich das auch bereits gemacht habe, ist das nicht, weil wir da was dran haben, sondern weil wir wirklich finden, dass das ein Buch ist, was man, und vor allen Dingen als bibelgläubiger Christ, dann kann man da auch wieder die Lüge rausfiltern und kann die wirkliche Essenz da rausholen aus dem Buch, so, so wichtig ist im Augenblick zu haben, weil die Zensur in unglaublichem Maße zuschlägt. Wir haben heute den 4. Oktober 2021. Meine Kanäle können alle morgen weg sein. Die Videos können alle morgen weg sein. YouTube ist im Augenblick erbarmungslos am Zuschlagen und hat auch kein Problem damit, Kanäle zu sperren, die Hunderttausende oder sogar Millionen von Abonnenten haben. Und Videos zu sperren, die zig Millionen Mal angeschaut gewesen sind. Da haben die überhaupt kein Problem mit. Alles im Namen der Wahrheit, zwischen Anführungszeichen, nämlich das, was Sie für Wahrheit ansehen. Gut, Michael, entschuldige, ich musste dich hier eben unterbrechen, weil das musste ich mal eben gesagt haben. Bitte, mach weiter. Nein, das war's eigentlich. Wie gesagt, das wird jetzt immer so sein und ich vermute mal, dass wir irgendwann auf alternative Kanäle ausweichen müssen, weil es ist schon so schwierig genug. Aber wenn man dann tatsächlich jetzt die Sache mal weiterspinnt für nächstes oder übernächstes Jahr, da kann man nur sagen, schaut mal halt einfach, dass ihr erstmal diesen ganzen Grundstock an Sachen habt, den man dann auch nachlesen kann. Denn ich finde immer noch, ein Buch ist einfacher, mal eben nachzuschlagen und man kann es eventuell auch besser behalten, als wenn man irgendetwas hört, so nebenbei beim Autofahren oder irgendwo beim Kochen oder was weiß ich. Ich würde mir dieses Buch besorgen. Das sind, ich glaube, um die 25 Euro oder was das kostet. Ich würde mir dieses Buch besorgen. Es gibt auch noch viele andere interessante Literatur. Ich habe den Eindruck, dass einiges an Sachen demnächst boykottiert wird. Deswegen würde ich es dringendst anraten, dass man sich da etwas zulegt, egal wofür und egal, wen man dann eventuell noch beglücken kann. Denn das ist wirklich eine Sache, die bei dem Buch, da lohnt sich wirklich jeder Cent. Absolut. Ich habe dieses Buch ja auch damals gekauft und habe dieses Buch dann dem Jörg empfohlen, der hat es dann auch gelesen und hat dann direkt gesagt, da müssen wir mal gucken, habe ich dir dieses Interview geschickt und dann kam die Geschichte überhaupt ins Rollen. Also ich stehe da absolut hinter und ich finde halt einfach, dass es eine gute Geschichte ist. Ich habe auch, sage ich auch direkt, ich habe auch andere Bücher hier. Nur fand ich dieses Buch halt einfach von der Aufmachung her mit den ganzen Quellen am besten zu besprechen. Und demzufolge gibt es natürlich auch viel internationale Literatur, auch Menschen, die international unterwegs sind, die halt von der Pharmaindustrie total boykottiert werden. Die werden jetzt angegangen, speziell in den Vereinigten Staaten.
Menschen, die also wirklich da ganz große Unternehmen haben, werden massiv angegangen und da wird also alles Mögliche gesperrt und Kanäle runtergeholt und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das hat alles mit Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit und mit den ganzen Sachen, die uns erklärt werden, gar nichts mehr mit zu tun. Es geht sich hier um eine völlig einseitige, polarisierte Darstellung von den ganzen Panikschürern. Und dass unter Umständen da draußen in einiger Zeit dann auch eine Situation entsteht, die dann das auch rechtfertigt, das bezweifeln wir ja gar nicht. Das hat aber dann weniger wahrscheinlich mit einem Virus zu tun, sondern eher mit der Situation, die man halt durch die Pharmakeia auslöst. Und da kann sich dann jeder wahrscheinlich seinen Reim zu denken. Wir wissen ja auch nicht genau, wann, was, wo passiert. Aber die Frage ist ja, was kann man überhaupt noch jemandem glauben, an Zahlen und an Bildern, die wir da sehen? Das kann ja alles manipuliert sein. Aber Sachen, die in der Vergangenheit zurückliegen, Geschichte, die passiert sind, Ereignisse, die stattgefunden haben, die kann man ja beispielsweise in diesem Buch nachlesen mit Quellenangabe. Und dann kann man ja mal überlegen, wie das denn für die Zukunft aussieht und was das für die Zukunft heißt, wenn wir jetzt schon feststellen, dass wir in der Gegenwart und vor allen Dingen in der Vergangenheit total massiv manipuliert und belogen worden sind. Da kann man sich doch nicht auf den Standpunkt stellen, dass plötzlich ab 2019 jetzt alle ehrlich geworden sind und alle nur das Wohl und die Gesundheit der Menschen im Fokus haben. Wenn wir das jetzt schon über mehr oder 100 Jahre, alleine schon mit dieser Agenda, jetzt schon schwarz auf weiß vor uns haben, dass letzten Endes da alles Mögliche in irgendwelche Bahnen gelenkt wird und die Menschen letzten Endes an der Nase herumgeführt werden. Das ist doch Ja, so. Michael, das ist ein Punkt, den du da jetzt ansprichst, da wollte ich auch noch mal kurz drauf. Diese ganze Impfquisition-Agenda, die ich mir vorgenommen habe, die Dinge, die ich noch lesen werde aus diesem Buch hier, Sündenregister der Medizinheilkunde von Dr. Med Hennemann und das Buch, zumindest auszugsweise, der Impfspiegel in Wort und Bild. Das sind ja Werke aus dem teilweise 19. Beginn des 20. Jahrhunderts, die zeigen ja, dass diese Lügen schon damals weit verbreitet waren. Mir geht es darum, und deswegen mache ich diese Serie, auch wenn sie sich nachher mit Pocken und solchen Sachen beschäftigt, die heute gar nicht mehr so zwischen Anführungszeichen aktuell sind. Wenn wir die Geschichte begreifen, die dahinter steht, dann verstehen wir die Agenda, die heute läuft. Und auch dafür ist das Buch Viruswahn sehr interessant, weil es handelt ja hier von der spanischen Grippe. Ich sage, ich habe gerade heute das Kapitel mit der spanischen Grippe zu Ende gelesen und ich kann euch sagen, das ist wirklich augenöffnend, welche Verbindungen da gemacht werden. Und das ist auf den Seiten, habe ich gerade gelernt, 260, 270 ungefähr, dieses Kapitel, 250 bis 270 ungefähr. Und da sind wir schon bei 1000 Fußnoten. Ja? Also der Autor hat hinten, ich glaube, in total 50 Seiten oder sowas oder mehr sogar noch, nur mit Quellenangaben versehen. Und das ist das Wichtige. Man muss diesem Dr. Köhnlein ja gar nicht glauben. Aber man muss sich mal dann die Mühe machen, wenn man das eben in Zweifel zieht, dann muss man eben seine Quellen heranziehen. Und da muss man zum Beispiel sagen von, ja gut, er nennt hier viele andere Bücher, da muss man sich die Bücher besorgen. Dann muss man sich vielleicht mal Werke besorgen oder Veröffentlichungen besorgen, die von den verschiedenen Gesundheitsministerien über die Jahre gemacht wurden. Von der CDC, von der FDA, von der HHS und so weiter und so weiter. Von der WHO auch. Darf man auch nicht vergessen, sind auch viele Links hier mit hinten drin. Dieses Buch ist so wunderbar dokumentiert. Das ist das, was uns auch ansetzt dazu, euch dieses Buch zu empfehlen, eben weil es gut dokumentiert ist und ihr könnt die Quellen zum großen Teil auch selber nachchecken, ohne allzu viel Mühe. Und das ist das, was wichtig ist, dass wir in Stunde der Wahrheit Dinge anpacken, die wahr sind und das, was nicht wahr ist, nebenbei nehmen. Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt vorhin, der Anrufer mit seiner Evolutionstheorie, ne, müssen wir halt sehen, was ist wahr, was ist nicht wahr, muss man auch manche Dinge muss man auch wegtun. Aber ansonsten ist das Buch so wunderbar dokumentiert, dass man da wirklich seine eigene Nachforschung drin anstellen kann. Und nur wenn wir die Geschichte, die hinter Corona 2019, wo es angefangen hat, liegt, kennen, können wir diese Agenda auch verstehen. Das ist eben das Problem. Diese Geschichte wird uns nicht erzählt. Und diese Bücher, die ich in der Zukunft mit euch besprechen werde im Lauf dieser Serie, also Sündenregister der Medizinheilkunde, das Impfspiegel in Wort und Bild und solche ganzen Sachen, die ganzen verschiedenen Bücher, die sollen euch die Möglichkeit geben, den richtigen geschichtlichen Hintergrund dafür zu haben. Und dann macht die ganze Sache
wo wir heute mit konfrontiert sind, auf einmal auch viel mehr Sinn. Warum sie läuft, wie sie läuft, das wird dann viel besser verstanden und gibt einem auch Argumente, wenn man mit Leuten in dieser Welt über diese Themen sprechen muss. Zumindest diejenigen, die sich nicht zu schade dafür sind, auch da mal selbst ein Buch in die Hand zu nehmen, auch selber Nachforschung anzustellen, die kann man zumindest auf den Weg setzen, sich darüber besser zu informieren, als nur über das Fernsehen, die Zeitungen und das offizielle Internet, das, wie gerade gesagt, von YouTube ja im Augenblick, gerade in Hinsicht auf diese Themen, sehr gesäubert wird. So, Michael, jetzt werde ich dich nicht mehr unterbrechen, jetzt lasse ich dir wirklich das Schlusswort. Ja, lest eure Bibel. Maranatha.